Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Frau Gehring bereits gesagt hat, bin ich jetzt in der Funktion des Schulträgers Lemgo und Büren, als auch von den Projektlehrern, die sich aktiv an dem Projekt der inklusiven Lernumgebung in Büren und im Lemgo beteiligen. Worum geht es da? Das heißt, wir haben mit der Almeschule in Büren eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Wir haben uns absichtlich diese Schule ausgesucht, also als Förderschwerpunkt Lernen, da das einen sehr großen Anteil von inklusiven Schülern darstellen wird, wenn das dann mal soweit ist. Zum anderen haben wir uns dann erlaubt, das Extrem rauszupicken, und zwar die Schulform Gymnasium, was natürlich sehr stark natürlich die Angst hat, wird die Unterrichtsqualität unter einem inklusiven Unterricht leiden. Und so gesehen haben wir mit den beiden Schulen letztendlich das Projekt gestartet, und die Definition des Projektes, die habe ich hier einfach mal zugrunde gelegt. Diese PowerPoint, die ich Ihnen hier gerade präsentiere, die wird meines Wissens laut Frau Gehring auch zum Download bereitgestellt. Das heißt, wir haben eine Lernumgebung für einen multimedialen und interaktiven Unterricht unter Wahrung bewährter Unterrichtsmethoden, ganz wichtiger Punkt, und der Inklusion bei gleichbleibender bzw. hoffentlich auch verbesserter Unterrichtsqualität. Das Ganze mit dem Ziel für die Schule, bewährte analoge Arbeitsmethoden und Techniken mit den Möglichkeiten neuer Medien und Arbeitstechniken zu verknüpfen, zu erproben und zu etablieren, unter Wahrung der bestehenden Unterrichtsqualität. Ein weiteres Ziel wäre die Erstellung und Anpassung digitaler Unterrichtssequenzen für einen zielgleichen oder zieldifferenten Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Hilfsgeräten. Dieses Ziel, da möchten wir mal ganz kurz darauf eingehen, was das genau bedeutet. Wir wollen es so schaffen, dass ein normaler Pädagoge dem Sonderpädagogen den Unterricht so kommuniziert in einer Form, dass der Sonderpädagoge mit einfachsten Mitteln eine Anpassung an den betroffenen Schüler mit Behinderung machen kann. Sie können sich vorstellen, wenn ein Sonderpädagoge einen Schuhkarton voller Papier bekommt mit dem Hinweis, das ist mein jetziger Unterricht, bitte passen Sie diesen, wie Sie heute ja gesehen haben, an elektronische Hilfsmittel an, wird natürlich keiner seine Freude damit haben. Und hier gehen wir den Weg, dass der normale Pädagoge seinen Unterricht, der vielleicht zurzeit noch nicht inklusiv ist, bereits im Vorfeld so anpasst, dass eine Anpassung an Hilfsgeräte überhaupt möglich ist. Das dritte Ziel ist natürlich die Entwicklung geeigneter Arbeitstechniken, und da haben wir uns das Thema Mathematik ein bisschen näher angeschaut, weil das natürlich ein sehr extrem ist. Durch die Hilfsmittel, die nicht behinderte Kinder haben, denken Sie nur an Zirkel, Lineal, Geodreieck, an die Arbeitsblätter, die damit gemacht werden müssen, ist hier natürlich die Herausforderung, wie bekomme ich es hin, komplexe Aufgaben der Mathematik, speziell der Geometrie, so barrierefrei anzubieten, dass auch Kinder mit Spastik oder mit Augensteuerung an solchen Aufgaben teilhaben können. Die Ziele für den Schulträger, die wir da definiert haben innerhalb des Projektes, war einfach, was ist denn überhaupt die Mindestanforderung, was das Klassenzimmer herhalten muss, damit ein durchgängiger Kommunikationsfluss von behinderten als auch nicht behinderten Schülern in der vorhandenen IT-Infrastruktur möglich ist. Und das nächste ist natürlich auch die Sicherstellung eines barrierefreien Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit Hilfsgeräten selbst. Ganz kurz auf die Schulen. Die Almeschule Büren im Südkreis Paderborn, knapp 22.000 Einwohner. Förderschule mit drei Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung. Es handelt sich dabei um eine 10. Klasse, bei der 4 Schülerinnen und 11 Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen, einige davon sogar mit ESE-Anteilen unterrichtet werden. Und 9 Schülerinnen und Schüler streben dabei den Hauptschulabschluss nach der 9. bzw. 6 Schüler und Schüler nehmen an dem Bildungsprojekt Betrieb und Schule teil.
Es handelt sich bei der Klasse auch um eine medienaffine Lerngruppe, die bereits aus der Historie heraus mit neuen Medien unterrichtet wird. Das Marianne-Weber-Gymnasium im Lemgo ist ein Ganztagesgymnasium mit ca. 1000 Schülern, insgesamt 94 Lehrer. Und auch hier handelt es sich um eine medienaffine Lerngruppe mit 28 Schülerinnen und Schülern der siebten Klasse. Siebte Klasse deshalb, weil dort ist das Thema Geometrie sehr stark verankert und auch Bestandteil der Lehrpläne, die bis zur achten Klasse hingehen. Ja. Was war die Ausgangssituation, die wir vorgefunden haben? In der Almeschule Büren als auch im Gymnasium Lemgo war im Klassenzimmer wie in 99,9% aller Klassenzimmer ein Overhead-Projektor. In Büren war darüber hinaus auch durch die Nähe zum Computerraum waren zwei Internetanschlüsse im Klassenzimmer vorhanden und es stand innerhalb der Schule natürlich auch ein mobiler Laptopwagen inklusive Beamer zur Verfügung. Darüber hinaus gab es auch einen mobilen Medienwagen, der aber baulich bedingt durch den Schulflur natürlich jetzt und beziehungsweise durch eine Flurtreppe, die Nutzung in diesem Klassenzimmer nicht ermöglicht hatte. Ja. Wir haben die Almeschule um ein bisschen Technik noch ergänzt innerhalb des Projektes. Da haben wir ein mobiles, interaktives Beamer-System hingestellt, damit wir einfach die Möglichkeit haben, auch interaktive Unterrichtselemente einzubinden. Das Ganze haben wir gekoppelt mit einem Notebook als auch mit einer Dockingstation, damit einfach sichergestellt ist, dass der Lehrer kein Kabelsalat mehr vorfindet, sondern einfach ein- und ausstöpseln kann, damit wir auch hier wertvolle Zeit sparen können. Wir haben der Schule ein Softwarepaket bereitgestellt, was einen digitalen Unterrichtsplaner beinhaltet. Das heißt, mit diesem digitalen Unterrichtsplaner ist der Lehrer in der Lage, seine Unterrichtssequenz mit allen dazugehörigen Medien im Rahmen seiner Vorbereitung anzulegen und diese Medien im Unterricht selbst über diesen Unterrichtsplaner immer mit Klick abzurufen und dann auch durchzulaufen. Wir haben eine ganz spezielle Tafelsoftware für die Mathematik bereitgestellt, mit der es möglich ist, speziell für Kinder mit Behinderung und ihren Hilfsgeräten am aktiven Unterricht der Geometrie teilhaben zu können, als auch ein Autorentool für interaktive Übungen, womit der Lehrer in der Lage ist, aus Inhalten, die wir ihm auch dann digital zur Verfügung gestellt haben, entsprechende Differenzierungsübungen dann auch selbst gestalten zu können. Abfragesystem für digitale Lernzielkontrollen, wie ich es im Workshop kurz gezeigt hatte, wurde auch bereitgestellt. Und wir haben natürlich im Vorfeld des Projektes mit den Lehrkräften uns über Unterrichtsinhalte im Word-Format Gedanken gemacht, welche Unterrichtsinhalte müssen in der offenen Dateiform Word vorliegen, damit wir überhaupt der Lerngruppe gerecht auch differenzieren können. Das Zauberwort bei Inklusion ist ja die Differenzierung selbst. Das Marianne-Weber-Gymnasium im Lemgo hat auch ein bisschen Technik erhalten, und zwar eine Wandlösung, ähnlich wie die der mobilen in Büren. Auch das gleiche Softwarepaket, das gleiche Abfragesystem, aber natürlich andere Unterrichtsinhalte, die entsprechend den Lehrplänen für ein Gymnasium natürlich dann gerecht waren. Das ist die Software, die wir für die Mathematik speziell bereitgestellt haben. Das heißt, wir ermöglichen, also eine ganz klassische Aufgabe der siebten Klasse, das Dreieck ABC mit irgendwelchen Punkten wird durch Drehung um irgendeinen Punkt auf das Dreieck A', B', C' abgebildet. Die ganz banale Frage lautet, führe die Konstruktion durch und bestimme aus der Zeichnung den Drehwinkel. Kiddies ohne Behinderung machen das mit ihrem Zirkellineal-Geodreieck. Die berechtigte Frage an der Stelle innerhalb des Gymnasiums, was macht das Kind mit einer Mundmaus?
das intellektuell ohne Probleme an der Aufgabe teilhaben könnte, aber natürlich durch sein Handicap barrierefrei natürlich nicht den Zugang bekommt. Wie kann es eine solche Aufgabe lösen? Ausgedruckt natürlich das gleiche Ergebnis liefern. So sieht ungefähr dann halt eine Konstruktion mit der Mundmaus aus. Und ja, ich finde, sehr beeindruckend sogar, auch in einer Qualität, die dann auch der Lehrer dann als Leistungsnachweis ohne Probleme dann auch verwenden kann. Das Ganze funktioniert natürlich mit allen Hilfsmitteln, die wir natürlich auch innerhalb der inklusiven Lernumgebung im Vorfeld getestet haben. Das heißt also, wir machen dann im Vorfeld immer die Evaluierung, sind diese Tools, die wir im Unterricht einsetzen, überhaupt für welche Hilfsmittel denn überhaupt geeignet? Und da machen wir dann natürlich eine Empfehlung, mit welchen Hilfsmitteln funktioniert das. Sie sehen dann oben so einen kleinen Ausschnitt, Großfeldtastatur, Sondermäuse, Einhandtastaturen etc. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Augensteuerung, wie beispielsweise dem Gerät von Tobi zur unterstützten Kommunikation. Das Projekt ist relativ frisch. Wir haben erst im Februar begonnen. Und soll bis Juli 2013 laufen. Wir wollen daraus jetzt keine Philosophie für sich machen, sondern einfach nur zeigen, wie einfach und mit einfachsten Mitteln wir in einer Infrastruktur bereits jetzt einen inklusiven Unterricht sicherstellen können durch das, was wir im Raum vorfinden. So haben wir das Projekt relativ banal in drei Meilensteine aufgeteilt. Meilenstein 1. Februar bis April 2013, das ist gerade die Evaluierungsphase, in der wir das Ganze jetzt schon gemacht haben, wo die Lieferung, Montage, Einweisung, Schulung, als auch natürlich die Einarbeitungsphase der Lehrkräfte erfolgt, die natürlich das System erst einmal für Tafelbilder als Medienwagen und natürlich als Zugang zum Internet verwendet haben. Im Mai geht es dann weiter. Dort werden dann die Inhalte ergänzend zu den jetzigen Schulbüchern zum Einsatz treten, wo dann durch einen digitalen Unterrichtsplaner sowohl zielgleich als auch zieldifferent unterschieden werden kann. Es werden digitale Lernzielkontrollen im Unterricht stattfinden, als auch natürlich interaktive Übungen, die der Lehrer selbst durch das offene Format Word selbst generiert hat. Parallel dazu gibt es den Meilenstein 3, wo wir mit dem Schulträger uns über eine Arbeitstechnik und einen Standard unterhalten, was muss beachtet werden, damit natürlich jetzt Kinder mit einer besonderen Behinderung am Matheunterricht als auch natürlich an Übungen teilhaben können und natürlich auch die Anpassung der Hilfsgeräte an bestimmte Systeme, die man draußen im Markt bereits hat. Und als nächstes die Anpassung der Inhalte an die Hilfsgeräte selbst. Das findet alles bis Juli statt und wenn Sie das gerne wünschen, können wir Ihnen dann am Ende den Bericht gerne zur Verfügung stellen, was dabei herausgekommen ist. Das Zwischenfazit nach 4 Wochen aktiven Unterricht, sowohl in der Almeschule als auch im Marianne-Weber-Gymnasium, kann man jetzt auf dem Punkt erstmal ganz banal festhalten. Die Schüler und Lehrer arbeiten sehr gerne mit dem System, weil es einen sehr hohen Aufforderungscharakter hat. Der Umgang mit dem System ist selbsterklärend. Das freut uns an der Stelle. Ich muss dazu anmerken, das System, das haben wir so runtergebrochen, dass lediglich nur eine Lehrerfortbildung von einer halben Stunde notwendig war. Und ja, das ist eine gute Geschichte. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich Whiteboard-Projekte mit dem Kultusministerium Thüringen gemacht hatte. Da haben wir uns richtig die Finger verbrannt in der Lehrerfortbildung. Aber das hat uns ein bisschen gefreut, dass das ganze System sowas von selbsterklärend ist, dass an und für sich niemand Probleme damit hatte in der Bedienung selbst. Was auch interessant war für die Lehrer, sie ist sowohl analog als auch digital komplett einsetzbar und berücksichtigt natürlich oder beziehungsweise bietet letztendlich die maximale Flexibilität, die man im Unterricht selbst braucht, speziell fürs Stationenlernen oder für andere Unterrichtsmethoden, die man dann gerne schülerzentriert dann vornimmt.
Tafelanschriebe sind sehr hilfreich, wenn sie digital natürlich stattfinden. Gerade bei krankheitsbedingten Ausfall oder aber speziell in der Almeschule war das der Fall, wo einige Schüler durch ihr Praktikum am Unterricht selbst gefehlt haben und so dann jederzeit sehen konnten, was wurde gemacht und somit auch dann letztendlich zeitnah den Unterricht wieder dann aufholen konnten. Das andere sind ein bisschen Technik, Stummschaltung oder komplexere Lerninhalte. Da bezieht sich das Ganze natürlich dann auf die Software, die wir da geliefert haben, dass die animiert werden kann und so auch leichter zu visualisieren ist, bestimmte Sachen. Und natürlich als letztes die gemeinsame Internetrecherche, gerade auf aktuelle Ereignisse wie die Papstwahl, war natürlich ein netter Nebeneffekt, den die Lehrer da reinmachen. Als Rückmeldung haben wir auf jeden Fall bekommen, was zwingend notwendig bei beiden Schulformen war, dass ein stabiles Internet mit genügend Bandbreite vorhanden ist, als auch natürlich im Idealfall ein Schulnetzwerk zwecks der Datensicherung. Das sollte auf jeden Fall im Raum vorhanden sein. Und so gesehen ist das Ganze dann erst einmal der Wunsch oder beziehungsweise die erste Erkenntnis aus dem Meilenstein 1. Das sind nochmal kleine Impressionen. Mit der Förderschule hatten wir keine Probleme, Bilder von Kindern zu bekommen. Im Gymnasium, muss ich anmerken, hatten wir nicht die Erlaubnis der Eltern, damit wir die Kinder natürlich jetzt präsentieren dürfen. So mussten wir hier ein bisschen faken. Das heißt also, hier haben wir das Ganze ein bisschen verschwitzt, zu meinem Leidwesen, dass wir natürlich da auch gerne Unterricht, also reale Unterrichtssituationen gezeigt hätten. Aber die Rückmeldung, wie die Kinder es zurzeit jetzt erstmal gemeint haben, in der Sprache der Kinder zu bleiben, der beste Shit, den wir je hatten. Ja, das war jetzt erst einmal als erste Rückmeldung. Ich denke, das sagt auch schon sehr viel. Als Ansprechpartner stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, wenn es dann darum geht, dass wir Ihnen dann Anfang September dann den Bericht zusenden können. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir mit dieser Form des Projektes einen Weg aufzeigen können, der speziell die allgemeinbildenden Schulen ein bisschen entlasten kann, wie der jetzige Unterricht dann auch differenziert werden kann, um auch wirklich inklusiv dann auch zu beschulen. Es wird natürlich eine Herausforderung innerhalb der Pädagogik und Sonderpädagogik sein, in diesem engen Dialog. Aber da das Ganze ja heute auch aus dem Gesichtspunkt der IT-Ausstattung lautet, sind wir hier natürlich dann auch zuversichtlich, dass wir auch hier einen Beitrag leisten können, um auch die Angst den Schulträgern nehmen zu können, dass man letztendlich gar nicht so viel benötigt. Ich denke, das ist erstmal die Richtung, in die wir laufen wollen. Und somit habe ich, glaube ich, wieder die Zeit eingefangen, super, die der Kollege vorher genommen hatte. Ich habe ja schon auf meine Schlusszeit verzichtet, mehr oder weniger. Das haben Sie wunderbar gemacht. Ja, also. Schönen Dank, Herr Wiedowitsch. Ja.